Die Heiligenstädter Lände ist den Wienern bekannt als die Medienzeile, in der von Tageszeitungen bis Radiosendern alles zu finden ist. In der Nummer 29 vereint arbeiten rund um den Eigentümer Peter Zwerenz und Krause die unterschiedlichsten Unternehmen. Hier trifft man sich zum gemeinsamen After-Work-Get-Together an einem lauen Oktoberabend. Seit einem Jahr wurde hier seit der Übernahme einiges an der Optik und dem Wohlbefinden geschraubt. Die Verschönerungen des Bürohauses wurden von Masterplan A durchgeführt und dieser neue Look hat natürlich auch positivste Auswirkungen auf die anderen Unternehmen. Ich bin Döblinger und bin sehr froh, dass ich hier in meiner Bezirksheimat auch meinen Arbeitsplatz gefunden habe mit dem Haus und bin sehr happy, bin sehr glücklich hier und deswegen feiern wir den einjährigen Geburtstag und machen auch gleich ein kleines Branchen-Event, haben die Kollegen aus der Branche eingeladen, mit uns zu feiern und schön, dass sie so zahlreich erschienen sind. Diese Immobilie, dieses Büro hat also bis voriges Jahr das 6B47 gehört. Wir haben also da 2011 begonnen, hier das aufzubauen und sind jetzt sehr glücklich darüber, dass einer unserer Gründungsaktionäre, der 6B47, Erwin Krause, hier das also letztes Jahr übernommen hat. Seit Peter Zwerenz Krause hier ist, hat sich viel im Haus verändert. Es hat sich optisch sehr viel verändert, es hat sich auch im Miteinander viel verändert. Solche Abende wie heute hat es früher nicht gegeben, finde ich großartig. Kurz gesagt, wir lieben es. Also wir fühlen uns wirklich wohl, das Gebäude ist toll. Die Leute, mit denen wir uns das Büro teilen, ist toll. Also von unserer Seite her nur positiv. Es ergibt sich viel, das ist schön. Ja. Wir machen die Immobilien, wir richten sie ein. Es ist ein Hand in Hand, es ist ein inhaltliches Hand in Hand und deswegen, glaube ich, geht es uns auch im Büro so gut. Ich sage mal, möglichst viele Häuser, die noch nicht so attraktiv sind, wie sie in Wien attraktiv sein könnten, die würden wir gerne an die Hand nehmen und in den Charme führen, in dem man sie führen kann. Es gibt die unterschiedlichsten Gründe, warum man heute hier ist. Jeder hat seine eigene Geschichte. Seien es gemeinsame Arbeiten oder weil man einfach befreundet ist. Peter Zwerenz Krause und auch der Erwin Krause ist ein wirklich geschätzter Geschäftspartner von uns. Wir fühlen uns wohl und freuen uns darüber, dass wir echt viel mit ihm machen dürfen. Auch da waren wir nicht ganz unbeteiligt, zumindest nicht in der Vermittlung, sondern in anderen Tätigkeiten. Und es macht echt Spaß, mit ihm zu arbeiten. Der Erwin Krause mit all seinen Vehikeln und auch mit der Zwerenz Peter und Krause ist natürlich ein Player, den man oft trifft und mit dem wir bestens vernetzt sind, wo wir uns austauschen und wo wir immer nach neuen Möglichkeiten suchen. Ich mag ihn sehr gerne, er ist ein extrem tüchtiger, fast noch junger Mann. Und dass er im 19. immer schon zu Hause war, beweist er halt, dass er sich hier auch jetzt das Bürohaus gegönnt hat. Da mich eine sehr lange Freundschaft mit Herrn Krause verbindet, gibt es natürlich ein Projekt, was ich auch sehr gern habe, das Projekt in der Dresdner Straße. Wir haben es das liegende Hochhaus genannt und auf das bin ich sehr stolz. Es funktioniert großartig und auch das war eine friktionsfreie Abwicklung. Oder aber, weil man ein weiteres Unternehmen mit anderen Partnern führt. Uns eint ein ethischer Gedanke auf dem Zugang zum Business, ein moralischer, wo du in der Früh aufstehst, dir selber in den Spiegel schaust und sagst, das mache ich heute. Und das machen wir beide und so sind wir erfolgreich. Man möchte es nicht für möglich halten. Es freut uns, dass er uns via Familienunternehmen gemeinsam führt und gemeinsam mit uns die guten und die schlechten Zeiten trägt. Und zum Glück haben wir aktuell wirklich fast ausschließlich gute Zeiten. Die Wohlfühlatmosphäre beim Einjahresfest der Peter Zwerenz und Krause ist eine der Dinge, die sich Erwin Krause unter anderem zu seiner Aufgabe gemacht hat. Man sieht ja hier, die Immobilie beherbergt all diese Unternehmen. Und das ist die schöne Aufgabe, die wir haben, dass wir Menschen glücklich machen, indem wir gute Räume schaffen. Das ist unsere Aufgabe.